Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Sie eine Harnwegsinfektion bei Ihrem Kind erkennen können? Das ist nämlich nicht so einfach, doch in diesem Video erfahren Sie, wie Sie auch das schaffen können. Bleiben Sie dran! Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und freue mich, dass ich mit Ihnen meine Erfahrungen aus meiner Sprechstunde teilen darf. Nicht nur meine Erfahrungen mit Harnwegsinfektionen, sondern auch von den vielen über 200 anderen Krankheiten und Problemen bei Kindern, die Sie alle thematisch aufgelistet auf meiner Webseite Kinderarzt vom Bodensee direkt zum Anklicken finden. Harnwegsinfektion ist der Überbegriff für alle Infektionen des Harntraktes. Zum Harntrakt gehört die Niere als Entstehungsort des Urins, dabei vor allem das Nierenbecken. Ebenso die Harnleiter, quasi die Ablaufkanäle von den Nieren zur Blase, die Blase selbst und die Harnröhre, die Verbindung und Ableitung von der Blase nach außen. Harnwegsinfektionen gehören im Kindesalter zu den tückischen Erkrankungen, weil sie eben nicht immer so einfach zu entdecken sind. Und sie entstehen bei Mädchen leichter, weil die Harnröhre, also die Verbindung von der Blase nach außen, deutlich kürzer ist als bei Jungs. Gefällt Ihnen meine Art der Aufklärung, freue ich mich über ein Daumen hoch, ein Kanalabo und wenn Sie von mir erzählen. Auch empfehle ich Ihnen zum Beispiel als ideales Weihnachtsgeschenk mein ebenso unterhaltsames wie interessantes Buch über die häufigsten angeklickten Themen auf meinem Kanal, besonders geeignet für schwangere oder frisch gebackene Eltern. Wenn Sie schon mal eine Nierenbeckenentzündung oder eine Blasenentzündung hatten, dann hatten Sie dabei bestimmt auch Schmerzen. Aber je jünger Kinder sind, umso weniger kann man sich auf dieses Symptom allein verlassen, weil sie ja insgesamt schneller, häufiger und auch wegen weniger schlimmen Gründen weinen. Eine Harnwegsinfektion führt bei Säuglingen, wo sie übrigens gar nicht so selten vorkommt, meistens zu einer Appetitminderung und vor allem zu Fieber. Und man merkt dem Baby an, dass es krank ist, ohne dass eine Untersuchung von außen irgendwelche Hinweise für die Ursache ergäbe. Die wichtigste Untersuchung, um eine Harnwegsinfektion bei kleinen Kindern festzustellen, ist deshalb die Untersuchung des Urins. Und zwar am besten über die Untersuchung des Mittelstrahlurins. Nicht ohne Grund habe ich deshalb bereits ein Video über den Mittelstrahlurin auf meinem Kanal, in dem ich genau erkläre, warum und wie man ihn gewinnt. Nämlich, indem man mit einem sauberen Gefäß Urin während des Pinkelns auffängt und nicht die Anfangsportion, die immer etwas verunreinigt ist und deshalb ein falsches Ergebnis zur Folge haben kann. Eine Entzündung im Harnwegstrakt führt zu einer typischen Veränderung der Zusammensetzung des Urins. Dies wird am einfachsten, am schnellsten, nämlich schon innerhalb einer Minute, und am zuverlässigsten über ein Eintauchen eines Analysestäbchens in den Mittelstrahlurin festgestellt. Gerade bei Säuglingen ist diese Mittelstrahluntersuchung die wichtigste Methode, um bei einem kranken Kind, bei dem man sonst von außen keine Infektursache, Husten oder so, finden kann, eine Harnwegsinfektion festzustellen. Größere Kinder, die schon sprechen können, klagen bei einem Harnwegsinfekt schon mal über Bauchschmerzen, jedoch nicht immer über Brennen oder ein unangenehmes Gefühl beim Pipi machen. Aber auch da lässt sich dann die Diagnose durch die Untersuchung des Mittelstrahlurins leicht stellen. Die Therapie einer Harnwegsinfektion besteht in der Gabe eines Antibiotikums. Oft wird bei Kindern noch zusätzlich eine spezielle Laboruntersuchung des Urins auf Bakterien veranlasst, durch die im Bedarfsfall, wenn keine ausreichende Besserung eintritt, dann das genau passende Antibiotikum ausgewählt werden kann. Dies dauert aber immer ein paar Tage. Grundsätzlich gilt, je früher mit der Therapie begonnen wird, desto besser. Und deshalb möchte ich Ihnen an dieser Stelle einen Rat geben, wie Sie dazu beitragen können, die Diagnose möglichst rasch stellen oder selbstverständlich entsprechend auch schnell ausschließen zu können.
indem sie nämlich immer dann, wenn ihr Kind krank wirkt, Fieber ohne weitere Symptome hat, also eine Harnwegsinfektion vorliegen könnte, einen Mittelstrahl Urin von ihrem Kind mit einem sauberen Gefäß auffangen und ihn direkt in die Sprechstunde mitbringen. Am besten sollte er frisch, das heißt bei Raumtemperatur nicht älter als 2 Stunden sein. Oder aber Sie geben ihn sofort nach der Gewinnung in den Kühlschrank. Dann ist er auch noch Stunden später gut genug für eine Untersuchung. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mich und meinen Kanal weiterempfehlen und lege Ihnen noch einmal meine Webseite ans Herz, wo Sie die über 200 weiteren Videos von mir leichter finden.